2K Presents. Der Hangar 13 Game. Basierend auf dem Originalspiel von Illusion Softworks. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. 1930. Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Oh, Scheiße!
Sophie! Wir schaffen es! Los! Komm schon! Wohin? Irgendwohin! Schnell! Ja, Leute, na, herzlich willkommen! Bring die Kiste auf Fahrt! Zu! Ich ziel mit einer Knarre auf dich! Wenn sie uns kriegen, sind wir tot! Du genau wie ich! Ich will keinen Ärger! Du kriegst aber Ärger! Fahr! Wie wussten sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal, wir müssen sie abschütteln! Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur eins, aber es dürften mehr werden. Du festhalten! Ich probier was aus! Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nimm die Giuliani-Brücke. Okay. Sie. Ja. Ist dein Bein da gut? Mach jetzt mal kurz das hier. Und tun so, als wäre nichts gewesen. Damit herzlich willkommen zu Mafia Definitive Edition. Sozusagen das Remake von Mafia 1 von 2002. Und jeder, der mich der Meinung... Ja, ich habe seit gestern Computerspiele gespielt, kennt dieses Spiel auf jeden Fall. Es ist meiner Meinung nach ein extrem gutes, ist eigentlich auch sehr geiles Game. Gerade was so die Geschichte angeht. Ich meine wieder 19 Jahre her. 19 Jahre, Leute, 19 Jahre, ohne Shit. Was? Ja, gucken einfach mal, was jetzt hier so abgeht. Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschtfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann macht das. Ja. 2002. Nein, 2021, haben wir jetzt 2020 ist rausgekommen. Ich sag es jetzt. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Ich hoffe, dass es so geil ist wie damals, halt in zeitgemäßer Grafik. Und es ist ja auch schön gemacht, auf jeden Fall. Wer von Ihnen? Ah. Mist! Rammen. Oh, nice. Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Mir ist das egal, Junge. Hauptsache abschütteln. Das war die Abkürzung! Nice. Hab sie doch abgeschüttelt. Nicht alle! Die oh, Typen Jungs. Mögen euch wirklich nicht, oder? Streit zwischen Geschäftspartnern. Passiert. Schnauze, Pauli. Je mehr er weiß, desto eher erlebt er den nächsten Sonnenaufgang nicht. Oh, oh. Hab nichts gehört, Jungs. Ja, das ist der Unterschied. Früher... Könnte man sagen. Haha, die haben Staub geschluckt! Wir sind noch nicht durch! Fahr weiter! Wir haben Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier, vielleicht fünf. Er hat bestimmt mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig ungemütlich. Das ist geil. Schön. Ich sterbe gleich. Das wäre auch geil, in der ersten Folge zu sterben. Jo, also ich möchte so gerne machen, dass man das Kapitel halt als ein Video, hochlade. Weil es ja halt auch in Kapitelform gemacht ist, das Spiel. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Jawohl. Also, über die Brücke. Die Brücke ist oben, oder? Egal. Ja. Wir fahren. Wir schaffen das. Da schaffen wir das. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Nice. Und die Pfeifen haben Schiss. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Ja, das war klar. Ja, so. Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar.
So sind wir also in das Mafia-Business reingekommen. Als Fluchtfahrer, wieder wild. Okay, wir sind fast da. Halte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Wollen wir die? Weiß es nicht. Wir wollen. Wir wissen es nur selber noch nicht. Oh ja, ich glaube, danach muss man auch erstmal einen rauchen und einen trinken, wenn das einem widerfährt, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Glück gehabt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto. Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Geil. Das fängt schon richtig gut an. Macht sich das mal echt Bock. Hoffe auf mehr. Geil. Das läuft, oder? Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Denken wir noch. Crazy! Und damit ist Kapitel 1 schon abgeschlossen. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Und wir machen das wirklich so, dass wir jetzt hier aufhören. Kapitel 2. Dann einfach danach zocken. Neues Video und so. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Ihr könnt auch ein bisschen auf Twitch gucken. Was ich da so mache. Link und so ist dann alles in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Einen Kommentar gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen, Jungs und Mädels.